Hallo, liebe Zockerfreunde, und herzlich willkommen zurück zu Factorio. So, die blaue Science steht. Zumindest mal vorläufig. Das heißt, wir produzieren schon mal ein paar blaue Flaschen, aber wir haben noch das Problem, man sieht es hier, dass das Eisen halt komplett leer gesaugt ist. Deswegen müssen wir zuerst mal noch ein paar Eisenreihen hier in Betrieb nehmen. Machen wir mal schnell. Dazu brauche ich erstmal ein paar Öfen, die ich irgendwo hier unten in Kisten habe. Da sind sie. Ja. Ne, da habe ich sie in meinen Fabriken dazu. Ich nehme mal 100 Stück mit. Gucken wir mal. So, Eisen haben wir. Eisen für den Bus. Haben wir da hinten irgendwo? Schnell hinjoggen. Das hier ist Kupfer. Hier haben wir Eisen. Und da kommt kein Erz an. Achso, ja, wegen den roten Bändern. Ich erinnere mich. Das passt. Das bringen wir dann auch gleich in Ordnung bei der Gelegenheit. So, aber setzen wir erstmal hier. Nächste Reihe. Okay. Greifer. So, einmal. Ups, das war's mit Greifern. Greifer. Nehmen einfach mal alle. Hier nehme ich auch noch ein paar mit. Ansonsten rote Bänder. Jetzt muss ich Zeug loswerden, ich habe es befürchtet. Dann stecken wir ein bisschen Stahl da unten rein, wenn es noch geht. Nicht mal so wirklich, wir sind schon voll. Da oben ein bisschen Stahl unterbringen, da haben wir jetzt auch Stahlproduzenten. Zwar hier. Das war es aber auch. Kupferkabel. Ein einzelner Kupferkabel, wo kann der rein? Der kann da unten rein. Kohle, Holz. Hat er doch hier irgendwo eine Trashkiste aufgestellt beim letzten Mal? Genau hier. So, rein. Das kann man auch loswerden.
Kupfererz brauche ich nicht. Erstmal gerade noch die Bänder mit. Okay, das sollte aber auch erstmal reichen. Eine Weile. Nichtsdestotrotz. Kann ich das hier gleich hier reinstecken. Kohle. Kann hier irgendwo rein. Gut. Warten weiter im Programm. Okidoki. Eine Runde Bänder. Ob es da oben fehlen noch? Welche? Die dürfen wir nicht unterschlagen. So. Die hier brauchen wir, wie gesagt, nicht mehr mit dem neuesten Patch. Das kann ich einfach durchziehen. Denn den letzten Patches werden die Bänder automatisch gestackt und komprimiert. Insofern ist es nicht mehr notwendig. Gut. Dann haben wir hier noch einen Splitter. So. Und ich glaube, ich werde hier die Bänder auch gleich auf Rot umsetzen, damit hier mal richtig Zeug durchkommt. Wenn wir allerdings auch mehr Erz brauchen. Ah, ich lasse es erstmal so. Ich baue hier das Erzfeld jetzt komplett aus. Dafür brauche ich allerdings wieder Erzförderer. Eisen. Muss mir etwas Eisen holen gehen. Das sollte reichen. Okay. Ist ja auch gerade hier, die sind schon leer gelaufen. Die auch gleich abmontieren. Strom brauchen wir aber trotzdem.
Gut, dann machen wir hier die nächste Reihe auf. Man sieht auch jetzt schon, das Eisen hier wird nicht mehr so lange halten. Das heißt, bald müssen wir unsere Züge in Gang kriegen. Okay. Machen wir das hier auch gleich rot. Wo geht's weiter? Da geht's weiter. Ist halt diese Stacker, diese Komprimierer brauchen wir nicht mehr. Okay. Die hier lasse ich mal noch, denn die sorgen dafür, dass es auf beide Seiten hier verteilt wird. Jetzt habe ich keine roten Tunnels mehr, oder? Naja, kann ich einen craften? Auch nicht. Na gut. Ein Tunnel fehlt. War ja klar. Ich befürchte, auch eine zweite Reihe Eisen wird nicht reichen, aber wir versuchen es mal. Den brauche ich ein paar. Und den brauche ich ein paar. Bin schon wieder vollgelaufen. Ja. Gut, und dann müssen wir hier noch ein bisschen Eisen reinleiten in dieses Ding hier. Das sollte dieses hier werden. Erstmal machen wir mal Strom ran. Den letzten von den Teilen hier noch verbauen. Gut. Okay. Hier machen wir erstmal einen runden Tunnel hin, bevor ich es vergesse. Und dann brauchen wir das hier noch.
Geschickterweise mache ich das hier hin. Deswegen also sogar noch eins weiter vorne. Dann kann ich es nämlich hier rein splitten. Und das hier noch rot. Und das hier müssen wir wieder verbinden. Das kann man so machen. Das können wir so machen. Okay. Gut. Gut, gut. Jetzt bin ich mir überlegen, ob ich die hier noch mischen soll. Also quasi hier nochmal einen Splitter mache. Den hier auch noch ein bisschen unterstütze, weil hier kommt auch zu wenig an. Versuchen wir es mal so. Hier muss noch rot hin. Oh ne. Och nö, hört doch auf. Krummel. Tiere. Oben irgendwo. An unserem blauen Science. Okay. Türme. Die werden zwar nicht lange da bleiben können, aber immerhin. Mal ein Weilchen. So, jetzt brauche ich mal ein bisschen Muni für mich selbst. Okay. Ja, zumindest ist hier jetzt mal ein bisschen mehr Betrieb schon, was das Eisenerz angeht. Richtig anlaufen, komplett wird das alles erst, wenn wir Züge anschließen. Das hier kann noch weg. Hier ist jetzt, glaube ich, tatsächlich das Problem, dass das Band hier nicht mehr tragen kann, das Gelbe. Deswegen baue ich das hier auch mal kurz auf Rot um. Ja, nein, nicht schlimm. Okay. Das war so nicht geplant.
Ist der Splitter verloren gegangen da oben? Okay. Recht gelb. Wieder ein paar von denen hier aus dem Inventar rauslöschen, die ich momentan nicht brauche. Hier mal dahin, hier mal dahin und hier mal dahin. So, das zweite Band noch auf Rot umstellen. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass ich das komplett hier offscreen machen werde. Aber an der Stelle brauchen wir es halt jetzt, wirklich. Damit wir hier den Durchfluss einigermaßen hinbekommen. Und ich habe das falsche Band. Egal. Es kommt ja hier noch rauf. Stelle ich gerade fest. Das hier ist aber doch alles rot, oder? Auch wenn es nicht so aussieht. Aber ja, es ist rot. Interessant. Gut, whatever. Was fehlt hier noch? Hier fehlt noch Kohle. Genau. Kohle müssen wir noch anklemmen. Die ist nicht angeklemmt, weil ich es von der falschen Richtung angeklemmt habe. Gut, macht Sinn. Halt, das war gelbes Band. Und so. Okay, Feuer frei. Und die ganze Reihe ist fast komplett am Arbeiten jetzt. Jetzt kommt noch eine Reihe dazu. Weit so gut. Ich glaube aber, eine wird nicht reichen. Ich glaube, wir müssen das zweite Band hier auch zumindest mit einer weiteren Reihe in Betrieb nehmen. Das sieht schon besser aus hier. Jetzt kommt auch hier deutlich mehr Eisen durch. Zwar noch nicht genug, aber immerhin deutlich mehr. Gerade noch nicht weiß ist, warum es sich hier an der Seite staut und an der anderen Seite nicht. Okay. Hier ist noch ein gelber, deswegen. Ein Übersehen. Aber es sieht fast sogar, naja, im Moment kann man es nicht sagen, weil hier die noch nicht verbraucht werden. Deswegen hier auch niemand mehr produziert. Lassen wir es erstmal so, wir bauen erstmal unser Forschungskomplex jetzt auf. Wenn es nicht reicht, muss ich noch ein dritte Reihe dazu machen. Das heißt, ihr müsst jetzt leider wieder weg. Setzen wir euch ein bisschen weiter nach oben. Hätte ich auch direkt machen können, aber gut. Ich weiß nicht genau, wie weit ich hoch muss. Ich hoffe mal, hier reicht.
Okay, gut, dann brauchen wir Labore. Ora et Labora, und dafür brauche ich Eisen. Gut, jetzt habe ich wieder welches. Eisen, bitteschön. Drei. 4, 5, 10, 15. Echt noch nicht. Jetzt haben wir kein Kupfer mehr. Jetzt sind wir, oh. Die einzige Stelle, wo noch kein Turm ist. So, noch mal kurz abbrechen. Noch eine Sache vergessen. Möchten wir nämlich hier noch. Ach so, das Charakterinventar ist wieder voll. Okay. Dann werden wir erstmal die Flaschen los, würde ich sagen. Okay, denn ich brauche ein paar von denen hier, damit es nicht so lange dauert, die Hand zu craften. 10, 15, 20. 5 habe ich schon. Ist 25 baue ich jetzt, das dürfte reichen, denke ich.